Das Leben schwer zu nehmen ist einfach zu anstrengend. Das ist der Titel von Susans neuem Buch. Susan Sideropoulos kennst du höchstwahrscheinlich aus dem Fernsehen und auch von Social Media und aus ihrem ersten Buch. Sie war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Sie ist große Verfechterin des intuitiven Essens und Susan hat selber für sich gelernt, dass sie ihr Leben mit Leichtigkeit nehmen möchte und dabei unfassbar viele tolle Tools auf ihrer Reise entdeckt. Wir sprechen heute über Susans persönliche Reise, über Tipps und Tools, wie du dein Leben mit mehr Leichtigkeit und Freude genießen kannst und dein Leben leichter nehmen kannst, damit es nicht mehr so schwer und anstrengend ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview und würde sagen, wenn du bereit bist, dann lass uns loslegen. Hallo liebe Susan, du Sonnenschein. Schön, dass du hier bist im Wohlfühlgewicht-Podcast. Wie geht's dir heute? Oh, heute geht's mir sensationell gut. Sonnenschein trifft es auf jeden Fall. Die Sonne scheint jetzt auch endlich wieder. Es ist zwar crazy Aprilwetter, heute hat es schon fünfmal geschneit, die Sonne ist geschienen. Aber heute hatte ich meinen Buchlaunch und bin jetzt gerade nach Hause gekommen und direkt hier in den Podcast rein zu dir. Ebenfalls Sonnenschein. Also alles perfekt. Sehr schön. Ja, Susan und ich haben gerade schon gesagt, wir haben uns noch nie live gesehen, aber irgendwie schon so oft gequatscht und uns ausgetauscht, dass wir uns total connected fühlen. Und Susan ist auch schon immer so ein Sonnenschein. Darum geht's ja auch in deinem neuen Buch. Der Titel ist ja, das Leben schwer zu nehmen ist einfach zu anstrengend. Und das ist schon mal ein guter Titel, das gefällt mir. Wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ja, also ich habe ja vor 2 Jahren das erste Buch geschrieben, Rosarotes Glück. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Auch weil ich damals im Buch ja im Kapitel ein bisschen auch das Thema Gewicht und so hatte. Und da hatten wir eine schöne Synergie und eine schöne Brücke. Komme ich auch gleich zu, weil habe ich auch in diesem Buch übrigens, cool. Was ganz gut zu deinem Thema passt. Da geht es mir um Selbstliebe. Aber gleich dazu mehr. Die Idee dahinter war, dass ich beim ersten Buch, das diente mehr dem Perspektivwechsel. Ja, also rosarote Brille soll man aufsetzen, um seinen Fokus eben auf Möglichkeiten und das zu richten, was schon da ist. Das war so die Kernmessage. Und auch so ein bisschen Biografie, also quasi meine Geschichte zur persönlichen Weiterentwicklung. Wie bin ich hingekommen und so weiter und so fort. So, die Leute haben es gelesen, das Feedback war sehr, sehr positiv und viele sagten dann aber auch, ja, habe ich verstanden mit der rosaroten Brille, aber dann kam wieder dieses Leben dazwischen mit seinen Alltagshürden, mit den Sorgen, mit den Problemen, die uns alle beschäftigen und in dem Moment dachte ich, okay, ich glaube, ich brauche noch ein zweites Buch, was die Leute einfach wirklich da abholt, wo sie gerade stehen, in ihren realen Sorgen und wirklich ein bisschen mit mehr Handwerk. Ich habe im letzten Jahr noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Hand und Fuß, aber verliert die Leichtigkeit nicht. Weil ich habe mir gedacht, okay, du kannst kein Buch schreiben, das dir Leichtigkeit ins Leben bringen soll und das ist dann schwer zu lesen. Das wäre ja total kontraproduktiv. Sprich, es ist ein Buch, das dir in erster Linie ganz viel Freude bereiten soll, dass du gut by the way lesen kannst, weil ich weiß einfach auch, viele haben keine Zeit, große anstrengende Dinge zu machen, um ihr Leben umzustrukturieren. Das heißt, die Idee ist ein bisschen, du liest, du hast Spaß, du bekommst ein Umdenken ohne Nachdenken. Wie wenn du, kennst du so eine Komödien, wo du eigentlich total Spaß hast oder gehst du abends ins Bett und denkst so, das war eigentlich voll die krasse Message so da drin in dem Film. So auf dem zweiten, weißt du? So. Mega, ja, das ist immer die schönste Art zu lernen, irgendwie, wenn es dann doch eine tiefere Message hat und du gleichzeitig gute Beispiele hast, ne? Ganz genau. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass ich die Leute mitnehme, auch in meinen Alltag. Wir haben heute auch darüber gesprochen, weißt du, man lernt ja oft am besten das, was man selber lernen muss, ja, und wo man auch einfach war. Ist ja bei dir nicht anders. Man ist so durch Prozesse gegangen und nimmt die Menschen dann wirklich da mit. Und da verbinden wir uns und da fühlen wir uns verstanden. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich auch immer noch mich komplett auf dieser Reise befinde, es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte und jetzt weiß ich die Antwort auf alle Fragen, sondern im Gegenteil, wir amüsieren uns eigentlich gemeinsam, auch hauptsächlich über mich ehrlicherweise, weil ich mache mich da viel über mich lustig, weil ich tatsächlich auch häufig Probleme habe, das Leben immer so leicht zu nehmen, auch wenn es von außen so aussieht, als wäre alles so, ich würde im Land der Glücksbärchis leben und morgens aufwachen und alles ist wunderschön, es ist auch etwas, was ich mir jeden Tag antrainiere. Und da gibt es halt diverse Tools für und die möchte ich gerne teilen. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, dann kennst du das, wenn das Leben schwer ist und anstrengend ist, auch aus deinem eigenen Leben. Definitiv. Ich glaube, wir sind alle sehr verbunden in ähnlichen so Alltagssorgen, auch wenn man oft glaubt, so die
Menschen in der Öffentlichkeit hätten irgendwie weniger Probleme oder so, ne? Das sind natürlich auch Instagram, da kommen viele Dinge dazu, wo wir einfach ein falsches Bild suggeriert bekommen. Ja, diese Momentaufnahmen, die alle so wunderbar sind. Und deswegen denkt man bei mir natürlich auch immer, ach, die Susan, die hüpft da immer morgens fröhlich aus dem Bett, dann tanzt sie ihren Monday Dance und alles ist gut und schön. Aber natürlich habe ich auch zwei Kinder. Ich habe meine ganz normalen Sorgen, die mich im Leben so begleiten. Ich habe meinen Papa, ich habe einfach auch so die ganz normalen Dinge, die mich umgeben, um die ich mir Sorgen mache und Alltagsprobleme. Und ich merke aber einfach, dass diese Auseinandersetzung und dieses wirklich intensive, bewusste Einladen der Leichtigkeit in dein Leben, die hilft mir einfach. Und ich glaube, das ist etwas, worüber viele sich gar nicht so bewusst sind, dass sie selber in der Lage sind, da viel mehr Räume aufzumachen, um die Leichtigkeit und die Freude auch wirklich bewusst in ihr Leben einzuladen. Dass nur, weil alles so vollgepackt ist mit To-Dos und mit dem ganz normalen Wahnsinn, der uns so umgibt, bedeutet es nicht, dass unser ganzes Leben nur davon ausgefüllt sein muss, sondern wir sind sehr wohl in der Lage, kurz mal wie auf so einen Knopf zu drücken und Pause zu drücken und auch hier oben das Gedankenkarussell mal kurz anzuhalten und eine neue Entscheidung zu treffen. Und da, ich glaube, da brauchen viele einfach nur jemand, der die ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, wie das funktionieren könnte. Und was hast du so für dich gelernt, woher das kommt und wie man das lösen kann, also wie man diese Räume öffnen kann? Also ich bin einfach ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Mensch. Also mich begeistert, ich bin wie so ein kleines Kind, ne? Also mich begeistern wirklich viele, viele Dinge. Und schön. Ich brauche da gar nicht so, so einen äußerlichen Antrieb. Der ist schon von mir so aus mir, wirklich aus mir heraus, genau. Und ich merke schon, dass es natürlich Situationen gibt, wo ich mich selber auch wieder dran erinnern kann und muss, dass da noch viel mehr geht, ja, dass das viel auch schon einfach um uns rum da ist. Da sind wir wieder bei der Perspektive, ja, worauf gucke ich, ne? Gucke ich auf die Dinge, die gerade nicht lösbar sind, die kompliziert sind, die anstrengend sind, die schwer sind, oder gucke ich auf das, was eigentlich schon richtig gut funktioniert und suche mir da im Prinzip so diese Leichtigkeitsräume. Und gibt es irgendwelche Coaching-Tools, die so deine Lieblingstools sind, die dich unterstützen in deinem Alltag, die du auch im Buch teilst? Viele. Also das Buch ist diesmal wirklich sehr umfangreich. Es hat 20 Kapitel, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist ganz schwer, da so eine Sache so wirklich rauszupicken, weil wir bewegen uns da in ganz viele verschiedene Themen. Du kannst es auch querlesen, du kannst auch gucken. Mich interessiert das Thema Loslassen. Mich interessiert das Thema inneres Kind. Mich interessiert das Thema Spiritualität, geht's auch ohne. Also es ist auch alles immer ein bisschen lustig. Und so ein Alltagshack oder so, wie kann man das nennen? Also einer meiner Lieblings ist, tue mehr weil Dinge im Leben oder am Tag, als um zu. Um zu bedeutet, es ist alles sehr zukunftsorientiert. Ich tue Dinge, um in der Zukunft etwas zu erschaffen. Die sind aber meistens nicht so lustig, ja, also nicht in dem Moment, ja. Die brauchen wir natürlich, um uns irgendwie auch weiterzuentwickeln, Ziele zu erreichen. Klar, ich bin da auch ganz weit vorne mit dabei. Aber wenn du dann den Menschen sagst, ja, jetzt mach doch mal eine Pause und mach einfach mal was dir Spaß macht, ja. Irgendwie eine Freundin anrufen oder ein schönes Lied hören, Eis essen, dich mal 10 Minuten hinlegen, sind viele eher so in dem Modus, dass sie sagen, nee, dann schaffe ich ja gar nichts mehr. Und vergessen, dass wir viel produktiver sind, wenn wir eben genau diese Inseln schaffen. Und ich gebe noch ein paar mehr Tipps, wie man zum Beispiel ja auch trotzdem seinen ganzen Alltag bewältigen kann und diese Inseln schafft. Weil du kannst auch oft Dinge verbinden, keine Ahnung, wie Hausarbeit. Hausarbeit und Meditation würde man jetzt vielleicht nicht so zusammenbringen, ne? Würde man sagen, so, wie soll ich jetzt meditieren, wenn ich jetzt die Wäsche aufhänge? Aber für mich ist zum Beispiel Wäsche aufhängen total meditativ, weil ich mich dann wirklich nur darauf konzentriere und in dem Moment bin. Oder es sind vielleicht auch 20 Minuten, wo du mal wieder den neuen Podcast von Mareike Awe hören kannst, ja, zu dem du sonst nicht kommst. Geht auch gut beim Wäsche aufhängen. Ja, das ist schön. Und was du ja auch so ein bisschen sagst, dieses Umzu klingt für mich manchmal so, als würde es eher aus dem Kopf kommen. Und das Weil klingt so, als würde es eher aus dem Herzen kommen. Also so, weil es mein Herz öffnet, weil es mir Raum gibt, weil es mir Freude macht, weil meine Intuition das sagt.
Und ich glaube, so ein wirklich glückliches Leben führen wir wahrscheinlich in dem Moment, wo wir das so ein bisschen mehr alignen, also wo wir unser Umzu aus dem Herzen heraus machen. Also wenn wir sagen, weil ich Menschen mit positiver Energie anstecken möchte, nehme ich jetzt diesen Podcast auf. Und dann auf einmal macht es in dem Moment Freude, weil du es mit deinem Herzensauftrag sozusagen verbunden hast. Absolut, absolut. Schön. Sehr schön. Ich lerne das auch gerade, noch viel mehr im Jetzt sein und fühlen, was tut mir jetzt gerade wirklich gut und sich die Erlaubnis dafür zu geben. Und ich glaube, wenn man das wirklich schafft und auch sein Leben mehr so ausrichtet, hat man auch viel mehr Energie. Kann das sein? Absolut. Also mich fragen ganz oft Leute, ja, nimmst du das alles her immer, ne? Ich bin halt auch schon so eine kleine Duracell-Batterie. Mir gibt aber auch das alles, was ich tue, total viel Energie, weil das Dinge sind, die ich ja auch gerne mache. Und klar bin ich auch manchmal überarbeitet und dann kriege ich Kopfschmerzen. Das sind so die Zeichen, die mir sagen, so jetzt ist aber zu viel. Darüber schreibe ich auch ein Kapitel, über das Scheitern zum Beispiel. Ja, dass Pausen sind in Ordnung. Wir dürfen Pausen machen, wir müssen Pausen machen. Oder über das Scheitern als solches, dass es auch zum Erfolg dazugehört. Ja, dass wir müssen auch mal gegen eine Wand laufen. Wir müssen auch mal Dinge erleben, die nicht funktionieren, um einfach dann zu wissen, wie es anders funktionieren könnte. Es gehört einfach dazu. Dann habe ich ein Kapitel drin, das ist, glaube ich, ganz schön für deine Community. Das heißt Lieblingsfrauen. Ich liebe dieses Kapitel. Und es heißt Lieblingsfrauen, werde zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen. Und es geht um Empowerment in erster Linie, dass wir uns gegenseitig viel mehr unterstützen und uns gegenseitig strahlen lassen. Aber auch um die Angst darum, warum das so viele Frauen eben noch nicht können. Und ich verbinde dieses Kapitel sehr mit dem Selbstliebe-Thema. Weil wir können schwer andere Frauen hervorheben oder toll finden, wenn wir mit uns selber einfach so viele Probleme haben. Und das war ganz spannend. Ich habe zum Beispiel einen Teil dieses Kapitels im Freibad geschrieben, letzten Sommer. Und ich weiß noch, wie ich da saß und ich habe mich umgeschaut und ich habe mir diese ganzen Frauen angeguckt und Körper angeguckt und saß da und dachte so, die meisten Frauen sitzen halt eher so mit ihren Klamotten oder so ein bisschen so, dass sie noch ein bisschen ansehnlich in Pose sind. Manche sind ganz relaxed, denen ist egal. Und alle sind halt so normal, würde ich jetzt sagen. Ja, also klar, zwischendurch auch mal was ganz Tolles. Aber der Fokus ist interessant. Was es spannend macht, ist, ich mochte zum Beispiel immer nicht meine Beine. Und ich gucke nur auf dünne Beine in so einem Freibad, ja, auf zellulitefreie, dünne Beine mit so einem kleinen Hintern. Und ob diese Frau dazu dann einen dicken Bauch hat, ein Doppelkinn, dicke Arme, keine schönen Haare, das übersehe ich komplett. Ich bin nur fokussiert auf diese Beine. Und wenn ich anderen sage, so, oh, meine Beine waren ja immer schon so ein bisschen mehr, dann sagen alle immer so, hä? Weil keiner hat je auf meine Beine geachtet und alle haben gesagt, ja, aber du hast ja immer so schlank, ne, so eine dünne Taille und nie einen Bauch, ne? Und ich so, ja, aber mein Hintern. Und niemand hat diesen Hintern gesehen, weil alle nur auf diese schmale Taille gucken, ja? Und es ist so spannend, wie wir da ausgerichtet sind gegenüber uns selbst und gegenüber anderen. Und das finde ich super interessant. Also, und da habe ich dann auch eine Übung zum Beispiel drin, dass man sich vor den Spiegel stellt und eine echte Liebeserklärung dem Körperteil gibt, den man am allerschönsten findet, weil wir den ja total vernachlässigen. Wir sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, alles andere niederzumachen, als uns mit dem zu widmen, was schon schön ist. Und das auch einfach zu akzeptieren, dass nicht alles einem perfekt gefallen muss, sondern dass es okay ist, nicht perfekt zu sein und dass es am Ende alles eine Frage auch der Brille ist, die wir aufhaben, ne? Also wie du sagst, es ist auch da eine Bewertung, ob wir uns durch die Augen der Liebe betrachten oder durch die kritischen Augen. Ist total spannend. Ich empfehle auch immer so als Selbstliebeübung genau das, was du eigentlich gemacht hast, ins Freibad gehen, wobei im Freibad sind meistens auch noch die Sportlicheren, oder mal in die Sauna gehen und sich einfach mal echte Körper anzuschauen, weil oftmals sieht man immer nur bei Instagram so fotoretuschierte, perfekte Körper oder im Fernsehen ja auch, das betrifft ja dich auch, sind ja häufig immer nur junge Frauen, die schlank sind. Und man sieht eigentlich selten wirklich ältere Frauen, meistens sind es ältere Männer und junge Frauen, die irgendwie erfolgreich sind, gerade so in Hollywood und weiß nicht, so diesen ganzen krassen Filmen, die sehr, sehr, sehr bekannt sind.
Und das finde ich auch traurig, weil es ein völlig realitätsfernes Bild vermittelt, dass man nur glücklich sein kann, wenn man ein gut aussehender älterer Mann ist oder ein gut aussehender junger Mann oder eine gut aussehende junge Frau sozusagen. 100%. Und dabei ist halt Schönheit total relativ und ist eine Frage der inneren Einstellung. Ja, wir sind natürlich wirklich brainwashed von allem um uns herum. Ich liebe ja deine Bilder, die du da immer machst mit diesem, so ist es denn echt und so, also und wie man steht und sowas, ja, weil das ist, hat so viel damit zu tun. In dem Kapitel habe ich auch ein Kapitel, das heißt Real oder Real, also Real von Instagram oder Real halt real, ne? Und dass wir einfach... Ja, wo ist die Lösung, ne? Also ein Retuscheverbot, ein Filterverbot. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann oder eine Markierung, dass es ein Filter ist. Ich glaube auch das nicht. Ich denke, wir sollten einfach anerkennen, dass das eine Kunstplattform ist, in der wir uns nicht real zu 100% präsentieren. Ja, klar gibt es schon so eine Art Gegenbewegung und manche, die sagen, okay, ich mach dann so echte Bilder, aber das ist natürlich so klein. Ja, und es ist auch schwierig, weil also es vermittelt dann ja auch wieder so, leg deinen Fokus auf das, was nicht gut ist und so. Also da grundsätzlich vielleicht auch diesen Anspruch ein bisschen loszulassen und wieder ein bisschen weicher zu sich zu werden. 100%. Also das ist ein großes Ziel und ich finde es halt schön, wenn man, wenn Menschen halt dafür losgehen, und ich würde mich auch freuen, also auch zu verstehen, dass es... total ansteckend ist, wenn wir uns gegenseitig noch mehr supporten und hochstellen. Also ich habe ein Sprichwort da drin, ich kriege es jetzt nicht ganz genau wiedergegeben, aber ungefähr ist es sowas wie, lass die andere Person leuchten und die Reflexion leuchtet immer auf dich zurück, ja? Also es nimmt dir nicht das Licht, sondern ich glaube immer, dass es dir noch mehr gibt von der Energie. Oder das lebst du ja auch so krass. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ja, nee, alles gut. Naja, total. Und ich finde es auch schön, weißt du, wenn man das mal ausprobiert, wenn man zum Beispiel sagt, dass man Neid, ne? Neid kann man super gut shiften. Also wir kennen es alle, klar, suggeriert uns halt Social Media alles, was wir nicht haben oder alles, was wir gerne hätten und so. Aber wenn man aufhört, quasi auf die anderen zu gucken und zu sagen so, ach, dieses perfekte Leben oder das alles hätte ich gerne, und dahin zu gehen, was macht diese Person vielleicht richtig? Was macht die denn, um da zu sein, wo sie ist? Welchen Teil dieser Energie kann ich vielleicht auch für mich nutzen? Und ich glaube, es fängt damit an, sich mehr auch dort zu bewegen. Es sei denn, es ist etwas, also ich glaube, es gibt beides. Die dir wirklich nicht gut tun, wo du das Gefühl hast, das ist eine Energie, die tut mir nicht gut, das ist etwas, was ich gerade wirklich nicht vertrage, ich komme aus einer Trennung, dann muss ich mir keine Pärchen angucken. Dann guckt dir auch keiner an. Ja, ich habe einen Babywunsch, dann will ich keine Schwangeren sehen. Verständlich. Dann guck sie dir auch nicht an und quäl dich nicht damit. Aber sind es Wünsche, die real sind, die wirklich ein Teil auch von deinem Erfolgsrezept sein könnten, dann glaube ich, ist es eine Sache, wo du gut dabei sein kannst. Also da habe ich auch das Beispiel zum Beispiel mit Figur. Ich meine, das ist nun mal ein Thema, wo es ein reales Ziel oder ein realistisches Ziel sein kann in deinem Leben. Und dann sind wir ja oft so, dass man sagt, so, naja, also jetzt ins Fitnessstudio, ich bleibe dann lieber bei den anderen, die auch so sind wie ich. Ja, ich will nicht da bei den Schlanken und Durchtrainierten sein. Ja, also ich gehöre da nicht dazu. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir shiften dürfen, dass wir sagen können, alles, was du denkst, was diese Menschen über dich denken, sind nur deine Gedanken. Die interessieren sich im Zweifel überhaupt nicht für dich, ob du da mit im Kurs stehst und da mit tanzt beim Zumba, sondern wenn du da hingehst und sagst, ich habe jetzt einfach Lust, hier dabei zu sein. Wie schön ist das, ja? Und nimm lieber diese Energie dieser Menschen, die sich da hinquälen, sage ich jetzt mal, ins Fitnessstudio. Nimm sie für dich mit auf und denkst so, cool, ja, ich bin auch eine von euch. So. Und auch da und auch so bei körperlichen Zielen finde ich es auch eigentlich, was du am Anfang gesagt hast, das Umzu und das Weil, also wenn du dein Umzu-Ziel austauschst gegen ein Weil, zum Beispiel, ich möchte abnehmen oder ich möchte schlank sein, weil ich dann viel Energie habe, weil ich gesünder bin, weil ich laufen kann, weil ich energiegeladen bin und zum Beispiel, ich möchte mich gesund ernähren, weil mir das viel Energie gibt, ich möchte achtsam essen, weil ich dann mehr mit mir in Verbindung stehe, und du willst ja möglichst in einer hohen Energie leben, und das ist einfach am dienlichsten, wenn dein
Körper gesund ist, wenn du ihn gut ernährst und wenn du dich bewegst und wenn du positive Routinen hast, wenn du Pausen machst, das ist ja das, was du eigentlich dir tief im Herzen wünschst, anstatt zu sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt dieses Sixpack haben oder so. Kann sein, dass das auch für dich ein Weil ist, keine Ahnung, aber wenn du jetzt sagst, boah, ich will das haben, geliebt zu werden, dann ist es wiederum falsche Intention, die dahinter steht. Genau, dass man ein bisschen schaut, das habe ich im anderen Kapitel ganz viel drin, bei Visionieren und Manifestieren in dem Kapitel, ne, dass man sich, was ist mein Bedürfnis hinter meinem Wunsch? Ne? Das ist ja, glaube ich, nochmal eine Stufe weiter. Weil man sonst, wenn du jetzt sagst, der Sixpack ist dein Ziel, und du weißt eigentlich nicht, was dein Bedürfnis hinter dem Wunsch ist, diesen Sixpack zu haben, wirst du im Zweifel, wenn du am Ziel ankommst, gar nicht happy sein. Ja. Weil du hast ihn dann und denkst so, ich dachte, es wird sich anders anfühlen, wenn ich den dann habe. Oder? Ja. Oder du hast Angst, es wieder zu verlieren, wenn es die falsche Intention war. Total. Ja, wenn du jetzt nochmal so in das Buch reinfühlst und so darüber nachdenkst, worüber du alles geschrieben hast, fällt dir da gerade spontan so ein Tool ein, wo du denkst, boah, davon kann man echt profitieren. Das hat bei mir so einen Aha-Moment ausgelöst. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Viele. Aber eins, also was mir einfach sehr hilft, ich bin auch so ein Kopfmensch und ich habe, meine Themen sind wirklich so loslassen zum Beispiel als großes Thema oder Dinge auch annehmen, so wie sie sind und auch so Schattenseiten auch mal anzunehmen und dieses Buch soll dir nicht dein ganzes Leben auf gute Laune umkrempeln, ja, weil viele denken vielleicht, dass es ist, ja, dass wir die ganzen negativen Gefühle jetzt einfach mal ignorieren und wegdrücken und dann, konzentrieren uns nur auf das Positive und deswegen lachen wir die ganze Zeit. Das ist nicht der Weg, ja, also ich glaube, es geht vielmehr auch darum, den Moment, so wie er ist, auch zu akzeptieren und dass, wenn es einem jetzt gerade nicht so gut geht oder man erschöpft ist, dass man das auch eine Weile auch mal da sein lassen darf. Weil der Punkt ist, in meinem Kapitel übers Loslassen beschreibe ich, warum es den Menschen oft so schwerfällt, Dinge loszulassen. Und das liegt daran, dass ein ganz entscheidender Punkt fehlt, bevor wir das machen können. Und das ist eben annehmen. Wir müssen erstmal die Situation annehmen. Wir müssen sie uns wirklich anschauen und sagen, okay, ich bin jetzt wirklich einfach erschöpft. Und ich muss das annehmen, dass das so ist. Und dann kann ich diese Situation mal kurz durchfühlen. Also wir haben da auch Übungen drin, das ist ein kurzer Moment. Das ist jetzt nicht, das kostet dich keine 3 Stunden. Das sind 5 Minuten im Zweifel, dass du kurz mal sagst, okay, ganz ehrlich, ich bin einfach gerade erschöpft mit Kindern, mit der Arbeit, egal was es ist. Und für 5 Minuten dich hinsetzt und die Tür kurz zumacht und sagt, okay, manchmal kommen dir dann vielleicht auch die Tränen. Manchmal mag man sich dann auch in so einem Moment überhaupt nicht, aber es ist okay. Und wenn man das für den Moment da sein lassen kann und sagt, okay, dann ist es wie so ein Stein, der dir vom Herzen fällt, weil du nicht damit beschäftigt bist, ihn krampfhaft zur Seite zu drücken und ihn nicht zu beachten, sondern das ist auch ein Teil von dir. Und du wirst merken, dass die Leichtigkeit viel mehr in dein Leben kommt, wenn du auch die andere Seite von dir in dein Leben lässt und dich mit allem annimmst, ja. Genau. Voll. Und ich glaube ja, dass diese Gefühle, die ja auch immer eine unbewusste Botschaft überbringen wollen, und in dem Moment, wo du hinhörst, also in dem Moment, wo du sagst, boah, ich bin gerade erschöpft oder das macht mich gerade wütend, dann kann die Botschaft rüberkommen, zum Beispiel, boah, du gehst gerade über deine Grenzen, weil ich bin erschöpft oder wütend, du lässt zu, dass jemand anders über deine Grenzen geht. Und da einfach dieses Gefühl wahrzunehmen und sich dann vielleicht im Zweifel entweder Ruhe zu nehmen oder sich zu distanzieren. Also diese Botschaft, das kann ja erst gehen, wenn du die Botschaft gecheckt hast eigentlich. Und dann kannst du es auch erst wieder loslassen. Ganz genau. Total schön. Susan, das klingt nach einem richtig wertvollen Buch mit richtig, richtig vielen Tipps. Wo finden wir das denn überall? Das findet ihr ab dem 3. April überall, wo es Bücher gibt. Online natürlich, aber ich empfehle auch immer gerne jedem tatsächlich in den Buchladen zu gehen und es dort zu bestellen, auch wenn es jetzt nicht vorrätig ist, finde ich es immer gut, wenn man doch noch den kleinen Handel unterstützt. Man kann es auch bei mir in meinem Glücksshop bestellen, den Link gibt es bei mir auf meiner Instagram-Seite. Da wird es dann noch so schöne Armbändchen dazu geben. Cool. Mit Botschaft. Und signiert natürlich, aber sonst überall, wo es Bücher gibt. Und auch als Hörbuch natürlich.
Toll, sehr schön. Susan, was ist so deine Mission für die nächsten Monate und Jahre? Du hast gerade drüber gesprochen, du denkst über einen Podcast nach und so. Was sind deine Weil-Herzenssachen? Also erstmal ist meine große Mission, wirklich mehr im Jetzt zu sein. Das bedeutet für mich aber auch, das jetzt richtig zu zelebrieren und zu genießen, was gerade passiert. Weil ich früher sehr so war, dass ich dachte, oh ja, cool mit dem Buch, ja super, aber was kommt jetzt eigentlich danach? Ne? Und also mehr Raum zu lassen, dass die Dinge auch zu mir kommen. Weil ich bin wahnsinnig immer am Initiieren und was können wir jetzt machen und hier und da. Und eigentlich, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, kamen die Dinge doch auch zu mir, wenn ich so ein bisschen losgelassen, da sind wir wieder beim Loslassen, ja, so ein bisschen mehr Freiraum schaffe und ich auch mehr lerne, so auf meine Intuition zu hören, also zu sagen, so okay, was fühlt sich gut an? Fühlt sich denn jetzt, so ein Podcast fühlte sich für mich früher nicht richtig an. Und umso mehr ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht weil ich jetzt ein Thema gefunden habe, was mit dem ich mich mehr connecten kann, denke ich so, ah, vielleicht ist es doch was Schönes, was ich gerne in die Welt noch bringen möchte. Und ich bin total gespannt. Aber jetzt freue ich mich erstmal ganz, ganz, ganz doll, wenn das Buch in die Welt geht. Ja, das ist der nächste Step und das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft, die du da in die Welt bringst. Also große Empfehlung, kauft euch das Buch, lest da rein, lasst euch von Susan inspirieren und ja, danke Susan, dass es dich gibt. Danke für dein Strahlen und dass du das in die Welt bringst und dass du so uns jetzt findest. Wir sind ja gerade, glaube ich, auf einem ganz ähnlichen Prozess. Können uns ja mal ein bisschen updaten bei WhatsApp noch. Stehen ja im Austausch. Unbedingt. Und ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank dir.